Bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute zu dem Thema Schlagzahl mal Schlagkraft ist gleich Erfolg. Erstmal kurz, das ist eine reine Theorieformel und kann nicht in die Praxis umgesetzt werden, weil Theorie und Praxis sind nicht so ganz miteinander vergleichbar. Aber ich möchte euch gerne diese Formel erstmal erklären, was das ist und dann auch gerne euch ein Beispiel da zeigen im Flipchart. Die Bedeutung Schlagzahl mal Schlagkraft ist gleich Erfolg ist hinzu, je höher deine Schlagzahl und die Schlagkraft ist, ist das Ergebnis im Vertrieb respektive aber auch in der Karrierechance. Aber nun genauer zu den Teilen dieser Formel. Mit Schlagzahl ist die Zahl der Kundenkontakte gemeint. Und die Schlagkraft steht für die Qualität der Kontakte und die Qualität der Kundenanalyse, respektive der Bedarfsanalyse, Produktdarstellung, Preisverhandlungen und Abschlusstechniken. Schau mir uns das doch mal an. Und hier mal ein kleines Beispiel erstmal, wo ich euch zu diesem Thema Schlagzahl mal Schlagkraft ist gleich Erfolg was mitteilen möchte. Mal angenommen, du machst 5 Termine pro Tag. 5 Termine ist deine Schlagzahl. Und deine Schlagkraft liegt bei 5. Dann ist das Ergebnis auf 25. Also fünf Termine an einem Tag hast du deine 5 Termine mit deinen Vorgesprächen. Hast du eine 25-prozentige Erfolgsquote. Aber du kannst natürlich dein Ergebnis verbessern und deine Schlagzahl erhöhen. Aber deine Schlagkraft lässt du dann so oder verringerst du oder erhöhst du. Und dazu auch gerne hier noch ein weiteres Beispiel. Wenn deine Schlagzahl 10 ist, aber deine Schlagkraft 5 ist, hast du eine Erfolgseinheit von 50. Aber respektive die 25 oder 50 Erfolgseinheiten garantieren dir nicht, dass dein Kunde direkt beim ersten Mal gekauft hat. Hierbei brauchst du sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Nachfassen, sehr viele Telefonate mit deinen bestehenden Kunden, mit deinen respektive Neukunden, weil dein Kunde braucht maximal 7 Berührungspunkte, bis er bei dir, deiner Dienstleistung, dein Produkt gekauft hat. Aber wenn du deine Schlagzahl steigern möchtest und das ganz automatisch erhöhst du auch deine Schlagkraft im Vertrieb, respektive in der Karrierechance. Es ist nicht schwierig, deine Schlagkraft zu erhöhen, um gute, qualifizierte Deals zu bekommen. Aber das braucht
eine gewisse Vorlaufzeit und eine gewisse Planung, eine gewisse Struktur. Diese Formel ist rein Theorie, weil die Praxis im Alltag sieht ganz anders da aus. Na, wenn ich das jetzt bei mir so sagen könnte und sagen kann, ist es so, dass ich meine Schlagzahl auf maximal 5 gelegt habe und davon meine Schlagkraft nur 2 sind. Das heißt, ich habe dafür aber eine höhere Erfolgsquote bei meinem Kunden dann, weil ich meine Kunden mir auch ein bisschen aussuchen kann und auch auswählen kann aus der Bedarfsanalyse, indem ich wirklich auf die Probleme des Kunden gehe und mit dem Kunden zusammen irgendwie eine Lösung finde, respektive vielleicht auch eine Lösung ja anbieten kann, indem ich respektive ein Produkt habe, respektive Dienstleistung, wo er braucht. Oder halt mit ihm gemeinsam ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung für den Kunden entwickle. Und dann gucken kann, ob es auch wirklich marktfähig ist. Ja, und das ist unternehmerisches Risiko, unternehmerische Denkweisen und sehr viel Disziplin und sehr viel Willensstärke brauchst du bei diesen strategischen Sachen, bei diesen Formen, bei dieser Selbstständigkeit, bei diesem unternehmerischen Handeln. Denn du musst erstmal wirklich sehr viel schaufeln. Dann darfst du auch mal scheffeln. Und wenn du mehr wissen möchtest, ja, dann schreib es gerne in die Kommentare, hinterlass dem Video ein Like und abonniere endlich meinen Kanal, dass du keine weiteren Videos von mir verpasst. Jetzt viel Spaß bei den nächsten Videos. Dein Michael.